Jungs, du bist jetzt Brainstorm. Ich will heute ein Event machen. Was könnten wir für ein Event machen? Die Bedingungen für ein gutes Event sind, es ist Content und es soll nicht zu schnell langweilig werden. Facho 5, roter Kreis. Ich kann ja nicht mal überlegen, Alter. Talentshow. Dann müssen die sich vorbereiten. Nee, Talentshow, Mike fürs Arsch. Halloween-Event. Boah, ja, gute Richtung. Oh mein Gott, ich hab eine Idee. Ich baue ein Geisterhaus. Digga, wir haben's. Heute 20 Uhr Geisterhaus. Klitzekleine Frage an alle. Kannst du die Frage um 16.45 Uhr, da hatten wir einen Slot frei für eine Frage. Nee, also wenn jetzt geht, wäre geil. Nee, komm, dann heißt da Heiko, Farbe, wie es gibt, eure Fragen, wie es schien, die machen hinten Hude. Okay. Okay. Eine Frage. Okay, habt ihr alle um 20 Uhr Zeit? Ich will schon schlafen gehen, Mama macht Stress. Boah, 20 Uhr, lass mich überlegen. Boah, weißt du, kannst du kurz den Kalender schauen? 20 Uhr, ein Event. Ich glaube, ich hab dort Placement. Ich hab Zeit. Okay, wichtiger Zeit, wer noch? Ich glaube, bei mir wird auch gehen. Worum geht's denn? Ich hab gehört, es gibt ein Event. Was für eins? Wird das von Stegi oder wird das was anderes? Was haben wir heute? Halloween. Es ja, wird ein Halloween-Event geben. Ich komme nicht, ich habe zu viel Angst. Doch, Hugo, wir werden dafür sorgen, dass alle da sind. Können wir Spark auch einladen oder hat er da keinen Platz mit seinem überaus riesigen Schwanz, wie Hugo sagt? Was ist denn jetzt los? Digga, was ist denn jetzt los? Digga, was ist denn jetzt los? Was denn? Warum? Digga, ich dachte, ich bin schlimm. Was ist denn jetzt los? Ich habe mal eine kurze Frage. Nee, wir haben zuerst eine Frage. Hast du um 20 Uhr Zeit? Ja. Jawoll! Let's go, give me that crown, bro! Was passiert da? Schlimme Dinge. Digga, jetzt hab ich richtig den Druck, Jungs. Jetzt hab ich richtig den Druck. Digga, ich hab nur 3 Schiffzeit! Was hat Spiegel da gemacht, ne? Och, Digga. Boah, wir müssen verschieben auf 20:30, glaube ich. Es gibt Neuigkeiten. Um 20:30 ist das doch erst, hat der Veranstalter gesagt. Wer ist der Veranstalter? Herr Hugo, warum schaffst du es nicht bis dahin, oder was? Digga, ich hab grad gesehen, dass ich nur noch 3 Stunden Zeit hab. Willst du kurz eigenen Channel gehen und du pitch kurz gleich irgendwas, was du vorhast? Ja, aber du darfst nicht weiter sagen, geheim. Nein, nein, mach ich nicht. Ja. Gruselhaus. Ja, aber das ist schwierig. Ich hab schon sowas gedacht. Das ist halt echt schwierig. Theoretisch, es gibt 2 Optionen. Oder was ist da? Erzähl. Was denn? Was ist ein Gruselhaus für dich? Man geht da vorbei und erschreckt sich. An was sollen sie sich erschrecken? Das ist ja dieses Problem. Ja, das ist meine Sache. Glaubt ich will nicht spoilern, Bro. Muss man dann einzeln da durchlaufen oder was? Alles zusammen. Boah, Junge, ich freue mich so doll drauf. For real. Jetzt hab ich aber Zeitdruck. Ich brauch krasse Ideen, Jungs, for real. Wir höhlen jetzt erst mit dem ganzen Scheißberg hier aus. Das muss komplett groß sein. Wir brauchen Ideen für Jumpscares und so. Ich muss das irgendwie hinbekommen. Irgendein krank lautes Geräusch in Minecraft. Amos Test mit Kopf. Ja, Mann, dieses Standard mit Eis und so. Ja, okay, das sind so Standardsachen. Die brauchen wir jetzt nicht reinschreiben. Aber so geile Sachen, die man nicht im Kopf hat. Kennst du noch den? Das war so ein Jumpscare, da wusste man nicht, was kommt. Digga. Oh mein fucking Gott. Ja, der ist krass. Weiß jemand, wie das geht, wie er das gemacht hat mit diesem Geräusch? Bruder, ich habe irgendeine Scheiße hier hingebaut und es sieht halt actually so aus, als wäre das so eine Gruselgrotte. Oder nicht? Jetzt noch ein paar Spinnennetze dahin und so? Dann easy. Oh, Joe, deine Hilfe könnte ich auch gebrauchen. Ja. Oder? Lieben gerne. Er hat nur drauf gewartet, Digga. Hast du eine Idee, wie man so richtig lautes Geräusch machen kann? Ja. Wie? Da gibt's auch einen lustigen Clip von Space aus letzten Jahr. Craft, ja, ja, du mit diesem Ender-Drain-Kopf da, ne? Ja, du kannst mehrere Notenblöcke miteinander stacken, dann werden sie lauter und unterschiedlichen Klang bilden. Du willst einen gruseligen Klang machen, oder? Ja, einfach laut. Würde ich auch einfach Wither-Köpfe drauf platzieren, dann machen die Wither-Geräusch. Ich wollte dir mal eben kurz was zeigen, Hugo. Komm mal. Ja. Ein so. Kriegst du das so hin? Ja. Dann baust du hier hinter so eine Reihe. Du packst da Redstone drauf. Wenn du jetzt auf den Knopf drückst, achte, was passiert. Drückst da drauf, dann blinkt das Redstone ganz, ganz, ganz viel auf einmal, ja? Und jetzt musst du nur noch an diese Reihe dran, baust du jetzt hier nebeneinander die ganzen Notenblöcke. Alter, ja, das ist geil. Oh mein Gott, ja, das ist geil. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Boah, und jetzt, Alter, das ist der geisteskrankeste Jumpscare, den es gibt. Man geht hier rein. Sag ehrlich, Jungs. Und da jetzt noch mit dem Soundeffekt. Und wenn jetzt jemand da durchgeht, mache ich den hier. Okay, wir haben einen Checkpoint, haben wir schon. Hat jemand eine Idee für was anderes jetzt? Boah, ich hab eine Idee. Wir stellen uns alle auf eine Fläche. Ich drücke etwas, der ganze Boden fällt zusammen, aber wir sterben nicht, weil Wasser. Bumm, wie findet ihr? Jeder kriegt einen Schock, weil sie denken, sie sterben jetzt. Machen wir. Mit Fake-Lava? Was meinst du mit Fake-Lava, Bro? Dass sie da durchfallen zuerst und dann Wasser? Das ist too much. Digga, da sind Leute, die schwitzen so krank auf null Tode, Digga. Die würden mich fertig machen. Ja, was erlaubst du dir, ha? Wie mache ich so eine Keystrap nochmal? Ah, mit Schildern. Und ich baue dann ein Schild ab und dann werden alle Schilder abgebaut, ne? Digga, die OG-UAC-Trap, Alter. Mann, jetzt brauche ich wieder Holz.
Oder wie machen wir das eigentlich mit den Mobs, dass da keine Mobs spawnen und ohne, dass wir halt alles voll leuchten? Ja, wir gucken gleich mit den Mobs. Digga, noch eine Stunde, Bro, noch eine Stunde, das ist unmöglich. Das geht nicht, Bro. Ich muss den Raum kleiner machen. Alter, da muss ich jetzt alles so connecten, Bro. Oh mein Gott. Das erinnert mich gerade an alte Zeiten, Bro. What the fuck? Ich hatte meine Zeit lang, ich weiß nicht, ob ihr Fruitberries kennt. Das war so ein krasser Spieler. Und der hat die ganze Zeit so getrappt. Und dann wollte ich auch mal so in diese Trap-Schiene rein mit den Videos. Ich hab das die ganze Zeit versucht. Nie hochgeladen. So, jetzt brauche ich Kies. Boah, die Frage ist jetzt, kann ich hier einen Kolben machen? Und das ist dann, das bricht dann alles ein? Das geht nicht. Scheiße, Mann. Kann ich einen Kolben ziehen lassen? Digga, es geht nicht. Wie mache ich das? So? Oh. Es funktioniert, Jungs! Hey! Wie tief runter können wir gehen, dass das so ein Überraschungseffekt ist? Ich glaube, die Höhe reicht schon, weil da denkt man so, ich falle. Aber es ist nicht dieses, okay, ich falle lange, ich gucke runter, was da ist. Okay, das Wasser juckt. Checkt ihr? Denkst du, du schaffst das bis 20.30 Uhr? Digga, ich bin ehrlich. Digga, wir können nur noch ein Ding machen. Das wird ganz knapp. Boah, Alter. Das wird krass. Die denken alle, okay, es hat irgendwas damit zu tun. Da wollen alle so nach vorne. Oh, was ist da? Und dann, erschreckt. Du denkst auch, die sind dumm? Ja, genau, das denke ich. Digga, ich habe eine Idee für das Grande Finale. Bootprank, damit sich auch Spark erschreckt. Und dann alle Boote direkt weg durch einen TNT-Knall. Sagt, was ihr wollt. Ja, da habe ich euch. Das Event wird geil. Alter, ich brauche Hilfe eigentlich, ne? Ich brauche Holz. Ich brauche dringend Holz. Ich kann das jetzt nicht gerade farmen. Digga, Heiko, kannst du mir vielleicht helfen? Was ist los? Ich brauche unbedingt Holz, Bro. Okay, bring ich dir. Das wäre so geil, weil ich bin komplett Zeitstress. Digga, wenn das kein Jumpscare ist, dann weiß ich auch nicht, Bro. What the fuck? Alter, no joke, ich glaube, das wird krass. Ich habe eine kranke Idee. Ich sage denen, yo, nur ein Knopf macht die Tür auf. Dann klicken die und auf einmal, bumm. Die besten Ideen kommen immer spontan. Nee, ich lasse es genauso, wie es hier aussieht. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Das ist das Problem. Komm, ich komme. Dicke Lieferung. Hast du echt? Du bist geil. Du rettest mir den Arsch gerade. Das ist die Lieferung? Hä, ist das zu wenig oder was? Nein, was? So, seid ihr ready für das Event? Ey, wir sind ready für das Event. Ja, wir stehen alle am Spawn und warten auf dich. Boah, das wird so geil. Kommt alle zum Spawn. Du bist der Einzige, der nicht da ist, Digga. Weil du noch der baut doch fertig gerade. Da hab ich gerade echt, ich bin fertig. Was ich euch aber bitten würde, könntet ihr einmal die Musikblöcke anschalten in Minecraft. Am besten auf 100%. Oh nein. Das wäre gut. Und wenn ihr richtige Halloween-Stimmung haben wollt, dann macht Fullbright aus, dass es dunkel ist in Minecraft. Ich hab so Angst davor. Im Nether musst du zu 377 und 5. Sind alle versammelt? Ja, alle sind versammelt. Dann einmal alle hinter mich in einer Reihe. Erzähl mal ein paar Sidefacts über das Ganze heute. Wie lange hast du dran gearbeitet? 2 Stunden. Boah, das ist krass. Ja. Hast du alles alleine gemacht? Ich habe alles alleine gemacht, bis auf das Heiko mir Materialien besorgt hat. Danke an Heiko. Klatschen! Yay, wow. Heiko! Bist du Urheber oder hast du es von YouTube abgebaut? Alle Ideen sind spontan eingefallen. Das werden wir wahrscheinlich auch später merken, dass das auf jeden Fall nicht von YouTube ist. Okay, sind alle versammelt? Dann würde ich sagen, wir gehen Richtung Nordwesten. Ja. Warum nicht durchs Nether? Wir gehen durch den Nether. Reihe, abzuschlagen! Liebe Grüße an den Nachbarn der LAN-Party. Alle in die Höhle hier rein, wo Trimix gerade ist. Versammelt euch! Versammelt euch! Leise, leise, hier ist eine Gruselbühne. Wer hat Bock auf dieses Event? Wir werden jetzt gleich durch ein Parcours gehen. Bitte nicht vor mich, okay? Immer hinter mir bleiben. Da gibt es Attraktionen, wo immer dann... Wir gucken dann, wer das dann macht. Hugo hat selbst nicht mal dunkel gestellt. Hugo, was ist das für eine Scheiße? Ja, weil sonst sehe ich nichts. Keine Türen öffnen, ohne dass ich irgendwas sage. Keine Knöpfe drücken, ohne dass ich irgendwas sage. Das ist sehr wichtig, dass ihr das nicht macht, okay? Alle verstanden? Okay. Ja, verstanden. Okay, wir gehen jetzt langsam. Alle müssen sneaken und Swift sneaken. Nee, Basti, nicht vor mich. Da ist eine Tür. Okay, wir brauchen einen Freiwilligen, der die Tür aufmachen will. Ich würde sagen, Basti zockt. Okay, Basti zockt vor. Bei Go machst du die Tür auf. 3, 2, 1, Go. Alter, was? Oh, Holy shit!
Habt ihr euch erschreckt? Alter. Ja! Oh mein Gott, das war so krass. Es geht weiter, 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 weiter. Nix drücken, das ist nur Dekoration. Jetzt mal Nordtalk, hast du die Schaltung gebaut? Ja, da ist ein Boot. Da ist ein Knopf, wir brauchen einen Freiwilligen, der den Knopf drückt mit einem Pfeil. Ja, Axel darf. Axel. Hast du einen Bogen? Hugo, wenn das vorbei ist, darf ich da nochmal durchlaufen und das ganze Kupfer mitnehmen? Kannst du machen, ja. Du musst jetzt versuchen, den Knopf zu treffen mit dem Pfeil, okay? Welcher Knopf denn? Welcher? Da drin. Ich bin Iron in Valorant. Oh! Habt ihr euch erschreckt? Dicker, eingekackt. Stopp, ruhig jetzt, Merle Perle. Ich hab gar nicht geschossen. Ne? Ja, egal, das war nur Ablenkung. Wir gehen gleich in einen Raum, da sind sehr viele Knöpfe. Es gibt nur einen Knopf und dann geht das Tor auf. Such den richtigen Knopf. Okay, okay. Oh. Ich sag eins an der Wand, weil sonst checkt er das nicht. Am Boden checkt er nicht. Nicht Knöpfe abbauen, nicht Knöpfe abbauen. Du Wichser! Kommen wir zum Finale! Nee. Und da würde ich euch bitte, okay, pass auf. Wir gehen jetzt weiter und ich bitte euch wirklich nicht nach vorne zu gehen. Sehr wichtig jetzt. Sonst könnte es sein, dass es wirklich stimmt. Also bitte nach hinten, okay? Noch nichts machen. Ihr könnt euch jetzt rechts und links aufstellen, damit ihr was sehen könnt, aber nicht nach vorne gehen. Rechts und links. Nichts machen. Ihr seht da hinten TNT, gefährlich. Okay. Wir sind jetzt in einer Höhle, wir kommen nicht mehr raus. Scheiße, Mann. Oh, da ist ein Boot. Will das vielleicht jemand benutzen? Oh, darf ich? Mach du, Stege, ja. Der ist in der Mitte hier? Ja. Und jetzt? Ich glaube, das ist ein Flug. Oh nein! Was? Oh mein Gott. Scheiße. Okay, jetzt alle nach hinten! Alle nach hinten! Deine Kugel von Indiana Jones kommt! Schraffst du aus! Oh Gott! Wir sind frei! Bruno, das ist die krankeste Psychose überhaupt! Digga, hey, selber Wither, woher kam der? Das gehört zu mir! Das ist von mir! Jetzt müssen wir alle zusammenarbeiten! Alter, ist das gruselig! Alter, geil, Alter! Heiko hat den einfach platziert, Bro! Das gehört zu mir, halt dein Maul! Hat jemand einen Bogen für mich? Nein! Ganz kurz, wie fandet ihr das Event? Pablo, kennst du das zu seinem Event? Das ist geil! Das war richtig geil! Besser als die Game-Shows, die wieder ausgehen, sag ich ehrlich. Digga, Hugo, das war so gruselig. Ich weiß nicht, ob ich schlafen kann später. Mann, halt deinen Mann. Digga, jetzt war Real Talk, ihr habt euch erschrocken, oder nicht? Ja, einmal bin ich erschrocken. Jetzt war es so laut in meinem Ohr. Diesen Gommelstock hast du einfach vom Handy abgespielt. Ja. Da gab es keine Redstone-Schaltung. Okay, gut. Ey, danke, dass ihr mein Haus wieder zerstört habt. Geil, Mann. Applaus! Ein Cloud-Kupfer!